Ja, der hat den total Wir haben doch, gestern Abend die ganze Zeit gedreht, ohne irgendein Problem. Nee, ihr müsst ja auch gegen die Lingua-Tech-Ansagen ersetzen, dann läuft das alles einwandfrei. Mhm. Wo wir gerade bei Ansagen sind, ne, Josh, wie fandest du denn die Idee meines Zuschauers? Dafür müsste ich aber, warte mal, wer war denn dieser Zuschauer? Warte mal, man munkelt, ich hätte gestern mit ihm geredet, das kann auch nur ein Zufall gewesen sein, ich weiß es gar nicht. Dafür müsste ich kreativ sein, aber das ist immer ab und an mal. Da könnte man immer so Idee? Zusammentragen. Kannst du uns mal briefen mit Anno und Chakotay? Kannst du uns mal Briefing machen kurz? Also, immer diese erzähl du doch einfach. Das war ja dein Zuschauer. Also, mein Zuschauer hat vorgeschlagen, dass der Josh kreative und amüsante Ansagen macht, anstatt diese einfach sehr sterilen Ansagen, die man halt so macht. So mit Humor und so, sowas wie nächster Halt, Alheim Hauptbahnhof, wenn er den Tag fährt, halten Sie sich fest. Ja, das ist aber voll unrealistisch. Nein, das stimmt gar nicht. In Hamburg gab's das mal. Ja, in Hamburg gibt's das bei der Hochbahn, da sprechen Promis die U-Bahn-Ansagen. Ja, das kann man mal für eine Linie oder sowas machen, finde ich. Also ja, mach das nicht doch mal. Nicht für alle 235 nee, oder was das sind. Nee, das ist für eine Ansage immer. Also dann gibt's also, dann zum Beispiel 5 Haltestellen oder 5 Haltepunkte haben. Ja, aber könnte man sich auf eine Linie einigen, wo viele coole, kreative Namen sind oder sowas. Und da kommt man da ein bisschen was entwickeln. Warte mal, die 811, da habe ich mich über mehrere Haltestellen sehr amüsiert. Sowas sein, wie oder? Im Elend. Im Elend. Oh, was ist denn mit der Straßenführung? Wer bekommt oder der Pfannkuchenweg, fand ich auch super. Ich krieg noch einen an die Nerven. Ich finde hoch auch interessant. Ich fand an der Latte gut. Auf der Latte. Auf der Latte Fachzentrum Umwelttechnik. Oder, warte mal, was war das noch? Es wird ein Spruch. Unternehmer-Dingsbums oder so? Unternehmensverbände. Genau. Wie er das gerade in der Ansagestimme gesagt hat. Er ist auch voll drin, merkst du? Mhm. Ja. Der ist so nicht gehört. Ewig hier oder so. Nein, das war nicht letztes Jahr oder so. Andi, was ist denn los? Was ist denn? Ich fahre jetzt gerade mal Richtung London. Nö, wieso? Und ich bin schwer dafür, die Freundin von Carsten, die macht die Ansagen im Raum Alheim nochmal neu, damit wir das Lingua-Tech loswerden. Eben. Okay, ich sag dir das. Oder wir beauftragen jemanden, der das Ganze dann andersrum macht. Dann hat man meine Ansagen nicht mehr, dafür überall Lingua-Tech. Nee, nein. Ist doch kacke. Was? Ich finde das voll schön. Ich hab das gefreut. Ich mag deine Ansagen. Ich hab mich voll gefreut, als ich die gehört hab. Ich mag die Lingua-Tech-Ansagen. Und ich hab voll mit dir geredet. Das müssen wir mal anschauen. Ich habe gesagt, wir haben einen Special Guest heute, der redet heute aber gar nicht so viel. Okay, das ist. Das bin aber dann nicht wirklich ich, das ist das Problem. Ja doch, das war's ja, du. Kannst es ja nicht leugnen. Die heutige Let's Play The Line Folge. Ach scheiße, das habe ich verraten. Und die heißt Josh im Geiste dabei oder so, irgendwas in der Art. Ach so, ihr seid ja hier auch alle im Laurensbach gefahren. Finde ich cool. Daumen nach oben für die Map. Hier wird's wieder mehrspurig. Mehrspurig? Warum ist da Wasser? Nee, wieso sollte da Wasser sein? Ja, weil es mehrspurig ist. Hier ist noch so ein Ding. Jetzt wieder einspurig. Noch so ein Ding? Ja, noch so ein Ding, Augenring. Noch so ein Spruch, Kieferbruch. Vielleicht liegt es an dem Bier. Hängt der Kiefer tiefer. So. Cool. Achtung, hier ist die Kurve. Da ist eine enge Kurve. Ist da eine Kurve? Deswegen habe ich gebremst. Deswegen hat der Julian gebremst. Und der Chakotay hat auch gebremst. Was denn, Julian? Ich gebremst. Er muss ein bisschen. Ich hab auch noch einen. Ey, warum fahren wir eigentlich hier lang? Ja, Andi, hau raus. Rot ist das Blut, hältst du nicht die Fresse, bist du tot. Ja, aber wir hätten doch über diese Fähre fahren müssen, sagt mein Navi. Wir sind jetzt hier. Ja, wir fahren aber nicht über die Fähre. Wir fahren doch mittig, damit wir den Andi wieder treffen. Tschu-tschu-Zug. Nee, wir fahren Fähre. So, genau. Achso, hier war der Zug gewesen. Genau, da war noch der Zug. Ich hab noch keine Ahnung. Oh, du bringst alles durcheinander. Also ich bin wenn ich mich jetzt erkälte, weil ich die ganze Nacht im Zug sitze, dann dürft ihr das ausbaden. Ausbaden? Große Brücke. Hör mal, dann bleibst du einfach drin. Weiß jemand, wo ich sitze? Wir fahren aber nicht mit dem Zug, wir fahren mit der Fähre. Da zieht's bestimmt aber auch. Ja, dann bleibst du einfach in deinem LKW sitzen. Dann sterbe ich aber an Luftmangel. Dann mach doch einfach das Fenster ein Stückchen runter. Genau. Da kommt aber Zug rein. Boah, dann machst du wieder zu, wenn es dir zu viel zieht. Dann lässt du den Motor laufen und machst die Lüftung. Newsflash. An. Newsflash, was denn? Bin von der großen Brücke runter. Achso, ich dachte jetzt runter. Runtergefahren oder runtergefallen? Das muss man bei dir ja immer dazu sagen. Nein, man kann den ETS nicht von Brücken fahren. Ah, was ist eng?
Kann man nicht? Achso, die Kurven hier sind eng übrigens. Und hier ist eine Baustelle. Joshua, warum schreist du so? Weil es hier eng war. Andreas, warum nennst du ihn Joshua? Das ist weil der Iveco-Effekt. Sein Name ist? Ja, aber man sagt immer Josh. Ja, das ist. Man sagt das, aber ich habe gerade mal Joshua. Ja, aber wir haben hier gar keinen MAN-Fahrer. Von dem her ist es. Was? Doch, ich? Oh, du fährst. Oh, okay. Ja, aber er fährt nicht die White Lady. Der zählt nicht, der wenn er nicht die White Lady fährt. Die White Lady ist ziemlich. Da war rot. Ja, ich weiß. Ja, und? Ist mir egal. Ja, jetzt fahre ich auch über rot. Wenn ihr über rot fahrt, kann ich das auch. Oh, da ja, ist die Fähre. Die Frage ist, darf er das? Ja. Ja, darf er. Er darf. Nur oh, guck mal, da hinten ist die Fähre. Das darf man nicht. Warum fahrt ihr eigentlich alle in der Mitte, ihr kleinen Vögel? Also, mich hätte das gefreut. Nee. Ach, jetzt kann ich hier nicht überholen wegen dieser scheiß Geschwindigkeitsbegrenzung, oder was? Ja. Boah, wer lacht da so dreckig? Aber ich bin schon neben dir, Josh. Warum? Ja, ich merk's schon, ich schau gerade von außen. Oh, der aber Achteransicht. Wollte, Nein, der Carsten wollte überholen, aber hier ist Geschwindigkeitsbegrenzung. Geht bergauf mit uns. Aber wie geht das? Weil eigentlich dürfte ich ja gar nicht schneller fahren wie du. Alter, ja, ich war ja, wie du, genau. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Jetzt kannst du deinen Vorteil ausspielen, weil du wahrscheinlich einen stärkeren LKW hast. Ach, guck mal, der ja, guck, jetzt komme ich wieder ein bisschen. Ja, stimmt. Abgesehen habe ich sowieso einen Vorteil, weil ich auf der rechten Spur bin. Wir müssen hier eh jetzt gerade rechts reinfahren, ihr beiden. Wenn der Julian den da fahren würde. So, wir warten. Hier ist schon Non-Collision Zone. Yay, Non-Collision Zone. Hui. Ich wollte es gerade mal ausnutzen. Hui. Bom, bram. Oh, 5% Schaden. 1%. Leute, ich habe gute Nachrichten. Ich bin gleich da. Sehr gut. Wir sind schon da. Ja, ich speichere gerade mal. Ich parke jetzt erstmal ordentlich. Wenn ich mich nicht verfahren, wäre ich auch schon da, lieber James. Chikoti. Wir haben ja nur gesagt, dass wir schon da sind, damit du nicht auf uns wartest. Damit du das quasi weißt. Aber nur so ein Tipp, die Leute sehen eh, wann wir drehen an den Speicherspielständenzeiten. Nein, das sehen die gar nicht. Das stimmt nicht, das ist alles gelogen. Also ich stelle extra meine Systemuhr um. Kommst du überhaupt auf den Server drauf? Ist das doch meine Systemuhr vom PC? Ich glaube, dann lässt Windows einen nicht mal ins Internet, wenn man das irgendwie sowas wie ein Zeitprotokoll-Fehlerüberschreitung. Schlagt mich tot. Ja. Nein, ich hab rausgepasst. Das ist nur Skype und YouTube, was da rumzickt. Ja, ja, und ihr Dingens ist abgelaufen, das genau, Protokoll für XY. Ihr Zertifikat ist abgelaufen. So, jetzt machen wir mal ein schönes Screenshot mit mir und Carsten. Carsten, musst du mal lächeln, ich hab dich auf dem Bild. Warte. Ich meine, ist das eigentlich jetzt normal, wenn man Windows 2 mal aktivieren muss? Ja, toll. Ja, ich hab schon Foto gemacht, Das ist ein Typ, ne? Ich habe ein Buenos Dia. Aber Andi, ich hab eine ultimative Frage an dich. Was denn? Was ist am 5. April 2063? Da läuft am der Windows 10 Support April ab. Am 5. April 2063? Ja. Da läuft der Windows 10 Support ab. Das ist ein recht gefährlicher Tag teilweise, hab ich gehört. Hast du gehört, warum? Hm. Gefährlich? Ja, so ungefährlich ist der nicht. Weltuntergang. Es kommt drauf an, wo du dich da gerade aufhältst. Hä? Was habt ihr denn jetzt schon wieder? Vorzugsweise in Nordamerika. Ja. Wie, also da würde ich an dem Datum jetzt nicht sein. Warum? Ja, weil es ziemlich gefährlich ist. Hä? Könnt ihr mal vertellen, worum es geht? Geht. Ich versteh's doch auch nicht. Ich auch nicht, aber ich frag gar nicht, weil... ist mir egal. Genau. Kriegst sowieso keine Antwort. Ah, ich glaube, da kommt irgendein neuer Star Trek Film raus und der soll wohl scheiße werden, deswegen... Ja, wahrscheinlich der 50. Teil von Star Trek. Ja. Du solltest den Julian mal rammen. Der hat gerade was Böses von sich gegeben. Genau, ramm den Julian hier mal. Aber für alle Unwissenden, da ist der Tag des ersten Kontakts. Aha. Ja, aber der ist ja trotzdem nicht ungefährlich. Welches ersten Kontakt? Ja, wenn man den ersten Kontakt hat, muss man auch schauen, dass man richtig aufpasst, dass da nichts passiert. Ja, man muss verhindern. Das ganz schnell mal wo enden. Ja, Gummis. Genau. Die dann kleben, wenn sie mit Türen in Verbindung kommen und sowas. Gefährlich sind halt die Drohnen. Klebende Türgummis, wisst ihr nicht mehr. Neustädt und so. Ach so. Ich hab grad gedacht, Josh hätte Erfahrung gemacht im Bus. Versaut. Was? Irgendwas mit Erfahrungen gemacht mit Gummis, die an Türen kleben. Was? In Neustädt? Da weiß ich nur, dass Josh dich verfahren hat. Oh Gott, nein. Ja. Wer kann mal jemand die Trecker hier ausmachen? Wer hat das sich denn da nicht... Nee, ich muss ja immer mal... Kann ich nicht, dann geht das Navi wieder an. Deiner Treck hat ja auch nicht, der Kutten treckert hier rum. Töff, 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 tö
Ich will dann aber erstmal kurz speichern, bevor wir übersetzen. Ja, ja, wir stehen ja noch hier. Ja, ja. So ist das. Hey, wir fahren aber voll kurz, wenig weit. Voll kurz, wenig weit? Ja, das ist doch gar nicht weit. Wo seid ihr denn? Wir standen da hinten auf dem Parkplatz. Du bist jetzt gerade an uns vorbei in die Fähre gefahren. Ich sehe nur in der Fähre keinen grünen Punkt gerade. Du bist der grüne Punkt. Behind you. Ich sehe, der ist rechts, Andi. Der ist ja, Andi, da, da. Oh, da, wo ist der? Da. Der ist rechts. Das ist Andi. Oh, da kann man nicht durch. Oh, was ist das doof? Da kann man ja gar nicht durchfahren. Was macht ihr da vorne? Da kann man da durchfahren. Oh. Rechts oder links rein? Rechts ist der rechts, Josh. Rechts. Oh. Da sind wir beide die Einzigen, die es von Anfang an richtig gemacht haben. Oh, da wo Andi ist. Ja, da kannst du echt gar nicht durchfahren. Das ist ja voll kacke. So, wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Das Schlimme ist, ich bin an dem Punkt vorbeigefahren, weil ich einen Carsten ausweichen wollte, obwohl das ja egal ist. Ja, das Tatsache. Das einfach wie ich, rückwärts raus. Haha. Weil da kann man ja gar nicht durchfahren, das ist ja blöd. Also das werde ich an die Entwickler aber mal schreiben, dass das an ja... An die Entwickler? Dass das ja voll die Verarschung ist. Was, Andi ist Entwickler? Fahr doch mal schneller, James. Ja. Ich fahr schon Vollgas rückwärts. Echt? Ja, hast du aber langsam Vollgas hier. Wusstest du das noch nicht, dass ich Entwickler bin? Willst du hin, Carsten? Andi, du bist doch Squirrel, oder nicht? Nein, ab und zu bin ich auch Entwickler. Was? Beim Chinesen? Oh. Was, Küken? Du willst jetzt Küken? Ja, klar. Irgendwann ja, muss ja machen. Hi Josh. Jetzt bin ich da durch. Wie geht's denn hier raus? Eis. Na, wie geht's dir so? Ja, ganz schön hier. Auf wen warten wir das überhaupt? In deinem Leichtkant, auf den Rest der Truppe. Also Andi hat gefragt, wo es herausgeht. Ich stelle mich mal in die Fahrtrichtung. Hier geht's raus. Ungefähr. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Aua. Und rechts. Exit in Direction of Driving Left. Wir müssen jetzt rechts fahren. Oder kommt noch jemand aus der Fähre raus? Erster. Wer hatte eine Affäre? Ja, da kommt doch jemand aus. Nee, der Carsten muss vorfahren, weil Carsten fährt ja jetzt nach Bremen. Hallo. Danach muss ich vorfahren nach Hamburg. Habt ihr eigentlich schon gesehen, wer mit mir mitfährt? Natalie, Natascha. Chantal. Janine. Jacqueline. Nein. Der Chakoten hat recht. Ja, ich hab das vorhin gesehen, als wir die Aufnahmen gestartet haben. Natascha fährt bei mir heute mit. Wer ist denn Natascha? Aber wir fahren doch gar nicht nach Russland. Ach, hier ist noch gar keine Nicht-No-Collision Zone. Natascha, sag mal hallo. Hier ist keine Nicht-No-Collision Zone. Ja, wie wär's, wenn einfach die andere Auffahrt nehmt? So, warte mal, wir sind ja jetzt wieder Rechtsverkehr, oder? Ja. Nee, ja, ja. Natürlich. Nee, ja, ja, warte jetzt. Ich hab zweimal ja gesagt und nur einmal nein. Nein, er hat gesagt, nee, ja, ja. Nee, Josh. Was hat Josh damit zu tun? Nee, Josh, hier ist kein Rechtsverkehr. War hier schon immer eine Baustelle? Doch, hier ist Rechtsverkehr. Was? Der war Julian neulich, der hat alles umgefahren, deswegen ist die jetzt. Ich bin das erste Mal hier. Nee, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Ich weiß. Calais waren wir schon. Ganz häufig waren wir da schon. Wer atmet denn da so schwer? Einfach rot. Und ihr seid auf einmal da gestanden. Ich hab gedacht, das ist... Das ist normal an der Ampel, Josh. Ja, nur weil da Rotlicht ist und so. Ja, Rotlicht-Milieu. Ja, das passt auch. Die Anlage da vor mir, die gibt ganz schön Zunder. Seine Freundin würde ihm jetzt wieder eine knallen. Das weißt du, warum er so ganz schön Zunder gibt? Weil er einen Actros fährt. Ich fahre einen Actros. Ja. Fahr voll den Actros, ey. Muhaha. Hallo, Josh. Hey, Josh. Na und, dafür fahre ich eine Premium-Edition, so? Ja, ich fahre aber einen Actros. Warum alle schneller 60 als voll, ich? Das verstehe ich nicht. Ja, weil du andere 60 hast. Das wird jetzt eng, das wird jetzt eng. Ich hab das doch schon erklärt. Der Josh fährt an die 60 km/h. Ja, stimmt, weil es ein Iveco ist. Hm, ich verstehe schon. Pam. Und wir fahren die normalen 60 km/h, aber das ist, der Josh wollte ja unbedingt Iveco fahren. Tja. Ja, ich wollte auch in so eine Iveco sitzen. Die können halt nur an die 60 km/h. Ja, wir fahren, selbstschuld. Der Renault. Sehr eng auch nur an die 60 km/h. Wenn ihr gegen hinten dran ist, ein bisschen voll, mehr Platz. Voll Premium gerade für die TV-Kamera. Warte mal. Hui, wow. Sag mal, könnt ihr auch nur 60 km/h fahren? Was macht ihr da hinten? Boah, ja, wir schauen die TV-Kamera an. Also ich fahre auch nur 60 km/h. Ja, ich auch nur. Das ist noch gern schneller fahren. Aber hier steht 70 Höchstgeschwindigkeit. Das ist voll geil. Ja, bei dem Navi steht 90. Mein Tempomat ist auf 110. Nur der tut das nicht. Ist auf 110. Oder vorne ist eine. Was? Okay. Aber Carsten, das sieht dann Pultimeer. Pultimeer?
Multiplayer. Blöltimeier. Der Pultimeier.